Schön, dass du wieder dabei bist und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich habe fleißig in die Kommentare geschrieben, ich habe ein paar Ideen bekommen, wie zum Beispiel, mach doch mal ein Video über den Brontosaurus, Dinotime. Da dachte ich mir, ja natürlich mache ich ein Video über den Brontosaurus. Und wir fangen auch direkt mit seinem Namen an, und zwar ist Brontosaurus nichts anderes wie Donnerechse. Er gehört zur Familie oder zur Gattung der Sauropoda-Dinosaurier. Und er ist einer der am bekanntesten Sauropoden, den es je gab. Und er besaß einen langen Hals und einen langen peitschenartigen Schwanz. Er war aber nicht so lang wie der verwandte, ähnlich gebaute Diplodocus. Und mit einem geschätzten Gewicht von 30 Tonnen nicht so schwer wie Apatosaurus. Also er war nicht der größte und auch nicht der schwerste Sauropod. Und wie alle Sauropoden war er ein Pflanzenfresser, natürlich. Und zu den Merkmalen gehört, also ist, er gehört zur Gattung der, also der Brontosaurus gehört zur Gattung von Apatosaurier. Und Apatosaurus war auch ein Verwandter von ihm. Und wie, genauso wie Diplodocus. Und man hat bis heute keinen vollständigen oder richtigen Schädel von ihm gefunden. Also man weiß noch nicht so viel über den Apatosaurus. Man kann jetzt nicht sagen, ja, die Leute wissen total viel darüber, obwohl sie es nicht tun. Und er lebte vor ungefähr 157 bis vor 145 Millionen Jahren in Nordamerika und in der USA. In Utah zum Beispiel hat man ein paar Exemplare, ein paar Teilchen, sozusagen Skelette, Fossilien davon gefunden. Und also wie gesagt, die Zeit war ungefähr, ja, Oberjura könnte man sagen. Und der wissenschaftliche Name lautet Brontosaurus, ganz normal. Und er wurde 1879 entdeckt. Das war es aber auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann gib dem Video doch einen Daumen nach oben. Würde mich wirklich freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.